Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so einen kleinen Mount Guide. Heute geht es nämlich um einen Mount, was wir uns hier bei den Kyrianern erspielen können. Da habe ich mir einen Twink geschnappt, auf Stufe 60 gespielt und dann hier bei den Kyrianern angeheuert. Und sobald ihr das getan habt, müsst ihr die Kampagne spielen. Und ich bin jetzt gerade in dem vierten Teil der Kampagne, also 4 von 9. Und am Ende dieses vierten Abschnittes gibt es eine Quest, die heißt mit dem Fundament fängt alles an. Und da müssen wir hier diese Plattform halt hier hinten diese Plattform wieder aufbauen. Und sobald wir das gemacht haben, können wir die Quest abgeben und kriegen ein schickes Mount. Und das heißt Phalanx des Mutes, nicht Phalanx. Ich habe es extra nachgeguckt, wie man schreibt. Das heißt hier Phalanx des Mutes. Bringt mir eine Ruhmstufe und das schicke Mount. Das geben wir mal ab. Und damit müssten wir auch den vierten Abschnitt abgeschlossen haben. Und jetzt haben wir hier dieses schicke Mount. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Wir lernen das einmal. Und dann gucken wir mal, Phalanx des Mutes. Ihr seht schon, von diesen Phalanxen, wie die Mounts hier heißen, gibt es einige. Und ich habe jetzt hier die erste Version. Das ist quasi die, mit bisschen weiß-goldene Version. Sieht auf jeden Fall ganz schick aus. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt einmal uns noch das Mount-Special an, beziehungsweise dann selbstverständlich auch die anderen Farbvarianten. Ah, okay, das ist so ein Tiger, der so ein bisschen nach vorne springt. Macht schon was her, tatsächlich. Passt natürlich auch ideal hier zu dem Kyrianer-Style, ne? Auf jeden Fall ein schickes Mount. Es wird wahrscheinlich noch ein zweites geben. Ich habe ja die anderen Kampagnen von den anderen Pakten tatsächlich auch schon alle soweit gespielt. Überall gab es 2 Mounts, immer 1 mitten in der Kampagne. Hier jetzt auf Stufe 4 oder mit Abschlussstufe 4. Bei den anderen Kampagnen war es teilweise beim ersten Teil, beim fünften Teil. Das ist immer irgendwo zwischendurch und dann am Ende gibt es dann immer noch ein zweites Mount. Wir schauen uns jetzt aber noch die anderen an von diesen Phalanxen. Und zwar haben wir hier noch ein bisschen eine coolere Variante mit Rot und diese Dinge habe ich nicht dran, ne? So ein bisschen durchsichtige Flügelchen, so kleine zumindest. Dann gibt es selbiges nochmal in dunkel gehalten, so wie diese Feinde von den Kyrianern. In ein bisschen dunkel lila. Dann haben wir, einen kompletten Weiß. Der sieht auch recht nice aus. Dann haben wir den goldenen, den ich hier habe, mit noch ein bisschen geilerer Rüstung. Ein bisschen mehr Zacken und diesen durchsichtigen Flügelchen dran. Das Ganze nochmal in Rot. Nochmal den in Lila, aber das ist der... okay, es gibt immer eine coole Version mit coolerer Rüstung. Und dann gibt es quasi immer die stinknormale Version. Und hier auch nochmal den stinknormalen komplett weißen. Also es sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Also wir können da einige Mounts holen. Und ja, die anderen werden wir uns dann auch noch angucken, sobald ich mit meinem Kyrianer-Twink soweit bin. Jetzt haben wir erstmal das erste Mount. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mount Guide wieder. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, bis dann, euer Tela. Ciao.